Das Projekt heißt Sabob. Ihr kennt es vielleicht von verschiedenen Autobahnauffahrten bzw. von Autobahnbrücken oder durch diese Schlüsselanhänger, die letztens auch bei uns an der Uni verteilt wurden. Bei mir sind die Lena und der Ali. Und die Lena wird uns als erstes jetzt mal erzählen, was ist denn Sabob überhaupt für die Leute, die das noch nicht kennen oder nicht gesehen haben. Also bei Sabob geht es darum, dass vor allem junge Fahrer, also die 18- bis 24-Jährigen, verantwortungsvoll mit Alkohol im Straßenverkehr umgehen. Es soll natürlich auch ältere Personen angesprochen werden, aber diese Gruppe wird halt besonders angesprochen, da hier viele Unfälle verursacht werden. Was hat der für eine Aufgabe? Nur der Bob sollte halt nichts trinken und er bekommt eine Unterstützung von den Gastwirten im Saarland, ein Freigetränk, ein alkoholfreies Getränk. Das heißt, wenn ich jetzt das Team von OrgaTV abends rumfahre, wir gehen aus, habe ich diesen Schlüsselanhänger, dann bin ich der Bob. Genau. Okay, also ich bin der Bob. Ich gehe dann in ein Lokal, wir gehen in irgendeine Kneipe, die wahrscheinlich bei dieser Initiative mitmacht. Ja. Und ich kriege mit diesem Schlüsselanhänger ein Freigetränk. Genau, ein alkoholfreies Freigetränk. Ja, unser Konzept, das hat relativ viele Komponenten. Also wir haben uns natürlich überlegt, wie kann man den Bob bekannter machen, und bekannt wird man einfach dadurch, wenn man einfach oft vertreten ist in allen möglichen Situationen. Also haben wir uns überlegt, wir möchten auf Festen vertreten sein, da waren wir zum Beispiel jetzt hier an dem Sommerfest der HTW oder auch die Snow Vibes, die bald anstehen bei uns an der HTW im Campus Rothenbühl. Dann haben wir uns überlegt, durch diese Schlüsselanhänger, indem man die zum Beispiel verteilt in den Erstsemestermappen, da haben wir eine Aktion gemacht, oder solche Kugelschreiber, die haben wir drucken lassen, dass man die auch verteilen kann. Ja, es ist uns einfach wichtig, dass die Studenten direkt angesprochen werden. Okay, das heißt, ihr seid gerade dabei, den Sabob wirklich auch bekannt zu machen, damit den ganz viele Leute nutzen. Vielleicht so eine erste Einschätzung, ihr seid jetzt ein Jahr bei dem Projekt dabei. Das gab es im Vorjahr schon mal. Da wurde viel konzeptuelle Arbeit geleistet, so ein bisschen auch vorbereitet, Logos entwickelt. Was fehlt euch denn noch? Unsere Aufgabe ist halt, den Konzept halt da so zu stellen, dass in weiteren Jahren das Ganze so weitergeführt werden kann. Und wir versuchen halt, Sabob populärer zu machen. Wie ist denn eure Resonanz? Das heißt, trefft ihr oft Leute, die Schlüsselanhänger haben? Habt ihr schon beobachtet, dass das genutzt wird? Also beobachtet, dass es genutzt wird in einem Lokal, habe ich jetzt noch nicht. Aber die Resonanz von den Leuten, mit denen ich spreche, vor allem jetzt hier von der HTW, die ist sehr gut. Also ich werde auch jetzt in letzter Zeit öfter gefragt, Lena, kannst du mal noch einen Schlüsselanhänger für mich mitbringen und noch den Flyer? Ich würde halt gern wissen, wie funktioniert das? Oder die Kugelschreiber sind toll, kann ich davon auch einen haben? Und ich denke halt auch einfach, dass das dazu beiträgt eben. Das ist wichtig, eben solche Sachen zu haben, dass die Leute dann interessiert sind dafür. Okay, also Interesse wecken, das Projekt populär einfach machen, ist euer Ziel jetzt, und ihr scheint da auf einem sehr guten Weg zu sein. Was würdet ihr euch denn von eurer Nachfolgergruppe, von den zukünftigen Generationen an Studenten, die an diesem Projekt weiterarbeiten, wünschen noch? Also ich würde mir wünschen, dass die weitermachen, dass die durchhalten. Weil ich finde das Konzept schon sehr, sehr gut, und es ist nur halt eine große Aufgabe. Ich meine, es bei den Studenten der Universität und der Hochschulen bekannter zu machen, das sind ja unheimlich viele Studenten, wenn man sich das mal überlegt. Das sind ja Tausende von Menschen, und wir vier Leute, wir können ja nicht in einem halben Jahr oder in ein paar Monaten so viele Menschen ansprechen. Und es ist einfach wichtig, dass weitergemacht wird, dass versucht wird, noch mehr Plakate aufzuhängen oder noch mehr Leute anzusprechen, noch mehr auf Festen vertreten zu sein, weil eben genau das das Ziel ist, überall präsent zu sein, weil nur dann kann Bob populärer gemacht werden. Gut, vielen Dank, ihr zwei.